Nein, das ist in der Tat wahr. Und natürlich, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, dann ist das eine absolute Normalität und man hat ganz andere Ausgaben. Da kann man sich nicht vorstellen, dass man mit 2000 Euro im Monat auskommen kann. Dann braucht man 50.000, 60.000 Euro pro Monat, um Fixkosten zu decken. Und dann bewegt man sich natürlich in ganz anderen Dimensionen. Insofern ist Geld, es ist Fluch und Segen. Ich sage es immer wieder, man darf es nicht außer Acht lassen. Es ist Teil unseres Systems, es ist Belohnung, das wir haben. Geld ermöglicht uns, Sachen zu verwirklichen. Ohne Geld gibt es leider auch qualitativ keine gute Bildung. Das wissen wir alle. Wenn wir uns weiter qualifizieren wollen, müssen wir tief in die Tasche greifen, wenn wir da wirklich nach der Qualität gehen. Also ohne Geld geht das in unserem System nicht. Aber man sollte wirklich so eine gewisse gesunde Distanz dazu haben. Denn wir wissen ja auch, dass man sagt, ja, Geld macht nicht glücklich. So pauschal kann man das natürlich nicht sagen, weil jemand, der finanzielle Sorgen hat, der weiß, wie schwierig das ist und das kann durchaus krank machen. Die Absolut. Menschen sind unglücklich. Also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Allerdings die Vorstellung, wenn man die finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat, dass man automatisch dadurch glücklich ist, ist auch fatal. Denn wenn man nicht gelernt hat, eigene Ziele zu haben und sich weiterzuentwickeln, wird es auch dann schwierig. Dann das Geld macht mich ja insofern nicht glücklich. Es ist was Immaterielles. Und wir wissen ja aus der Ökonomie, innerer Wert des Geldes ist gleich null. Es bestimmt ja, der Wert wird bestimmt durch die Nachfrage. Und insofern, ja, Leute, die 23 oder 26 die große Inflation erlebt haben, die wissen das ja, was das bedeutet. Also es ist dann relativ. Allerdings Werte, die man innerlich trägt und verwirklicht, die sind nicht relativ, die sind nachhaltig. Aber ja, oft braucht man dazu auch Geld. Okay, wir gehen jetzt so zur Kooperation und intrinsisch, extrinsisch. Was mache ich denn weiter dann? Was machst du dann weiter? Wir sprachen darüber, dass das Geld schon ein Anreiz ist, aber dass wir durchaus auch andere Lösungsmöglichkeiten haben. Und die sind gerade für uns, für unsere Arbeit sehr spannend. Und ich bin bei der Forschung an das Thema Reputation und Reziprozität gestoßen in unseren Gesellschaften. Und es hat mich auf Überlegungen, interessante Überlegungen gebracht, denn es ist in der Tat wahr, wenn man sich einen Clan vorstellt oder eine ganz, ganz große Familie, gelten in diesen Kreisen gelten bestimmte Verhaltensregeln, die historisch gewachsen sind und durch die Älteren quasi getragen werden und da das Verhalten, darüber das Verhalten gesteuert wird. Und dort erleben wir uns gegenseitig aufgrund unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, wenn jemand von außerhalb, also jetzt Beispiel, ich bin Mitglied eines Clans. Wir sind wie so eine kleine oder wie so eine große Familie und haben unsere bestimmten Regeln, haben unser Ziel und haben unsere Vision. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, was wirklich im Vordergrund steht, wo ich fast sagen würde, es ist wichtiger wie das Geld. Dieses, ich habe etwas, womit ich mich identifizieren kann, was für mich so der Anreiz ist, dazu zu gehören. Ich will dazu gehören. Da gibt es ganz andere Motivatoren. Und dadurch, dass ich diese Vision verfolge, dass ich Teil dieses Ziels sein will, arbeite ich darauf hin und ich mache alles, um dazu zu gehören. Und mit den eigenen Mitgliedern mache ich meine eigenen Erfahrungen. Ich bilde mir
Ich mache mir meine eigene Bilder aufgrund der direkten Erfahrung mit denen. Und ja, wenn jetzt jemand von außerhalb kommt und will zum Beispiel über mein Mitglied in der Familie oder im Clan etwas Böses erzählen, dann schicke ich ihn weg. Sag, du bringst uns nicht auseinander. Ich kenne ihn, ich habe mit ihm meine Erfahrung gemacht oder mit ihr. Das, was du erzählst, stimmt nicht. Was wenige Menschen machen. Denn wenn man sich das genau anschaut, unsere Gesellschaft, unser Internet oder die ganze virtuelle Welt ist auf der indirekten Reputation bzw. der indirekten Reziprozität aufgebaut. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit oder ich mache mir jetzt nicht mehr die Mühe, die direkte Erfahrung mit jemandem zu machen. Ich gehe ins Internet und schaue mir an, wie der Mensch bewertet worden. Aber Andrea, Entschuldigung, das hat sich auch doch nicht geändert. Man erzählt über einen Menschen, Mr., also Herr X oder Y ist so oder so. Ja? Und dann bildet jeder sich seine Meinung. Und wenn man diese Herr oder Frau X oder Y sieht, dann geht man aus dem Weg, weil man das über die Person schon gehört hat. Man genau. Braucht dazu kein Internet. Das machen wir auf größere Distanzen, weil unsere Gesellschaft enorm komplex geworden ist. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, mit jedem Einzelnen Erfahrung zu machen, so wie das früher war. Ja. Und da sehe ich die, einerseits ist es die Gefahr, auf der anderen Seite ist das auch eine Möglichkeit für uns. Für uns, die kooperative Strategien entwickeln und den Führungskräften helfen, ein gesundes Arbeitsklima zu etablieren. Denn über die Reputation, über Kenntnisse der Reputation können wir vieles steuern. Denn das, was du gerade angesprochen hast, ist das, was wir tagtäglich erleben. Und wir werden auch dazu erzogen, wir verhalten uns auch so. Jeder kennt das als Kind, wo die Mutter uns erzählt hat, jetzt bitte benimm dich, ja, die Nachbarn schauen zu. Ja. Wozu? Oder benimm dich an der Öffentlichkeit. Zu Hause kannst du es machen, aber bitte nicht, wenn wir draußen essen gehen, dann gibt es bestimmte Verhaltensregeln. Und bitte verhalte dich dementsprechend, sonst denken die Leute über uns, wir haben keine Maniere. Jetzt mal so gesagt. Richtig. Und das ist in uns drin, wenn wir darüber sprechen, dass unsere Festplatte schon irgendwie, dass wir nicht frei sind, dass wir diese Filter haben, dann gehört das definitiv dazu. Und das machen wir oft unbewusst. Ja. Und das ist beispielsweise etwas, was man sich zunutze machen könnte in einem Unternehmen. Wenn wir sagen, wir gehen weg von der monetären Belohnung, wir können über die Reputation vieles machen. Warum gibt es die Ansage, wir wählen Mitarbeiter des Monats? Der Mitarbeiter bekommt keine monetäre Belohnung dafür, aber das ganze Unternehmen erfährt, dass er Herausragendes geleistet hat in dem Moment. Jeder redet über den Namen, jeder sieht das Gesicht. Die Reputation steigt. Und das sollte psychologisch gesehen größeren Anreiz darstellen und längerfristig anhaltenden Anreiz als jetzt das Monetäre. Das wäre zum Beispiel eine ganz interessante Frage für Psychologen, dass ich nicht bin. Okay. So weiter zur Kooperation. Wie kann man denn die Kooperation in einer Unternehmung dann etablieren und fördern? Was schlägst du da vor? Okay. Welches Unternehmen? Welche Größe? Welche interne Kultur? Welche Ziele? Welche Vision? Ja, einfach ein Beispiel, bitte. Kulturkreis, in welcher Region befinden wir uns? Da möchte ich nur sagen, du weißt, wir sprechen oft darüber, wie schädlich das ist, dieses Schubladendenken zu haben. Wir haben es alle, wir müssen das auch, um die Komplexität zu reduzieren. Aber in dem Fall würden wir jetzt genau das machen, was wir oft in den Seminaren erleben. Man gibt pauschal irgendwelche Rezepte raus
Und die Menschen versuchen natürlich, diese Rezepte umzusetzen. Und ich habe leider auch erlebt, dass man durch diese Vorgehensweise eine gesunde Kultur kaputt gemacht hat. Schau mal, wir haben dann Individualziele, ja, mit der einen mache ich mit Mitarbeiter, diese Ziele, quantitative und so oder weiter. Und meistens, wenn man auf qualitative Ziele kommt, ja, zum Beispiel, wir haben, sagen wir so, 5 Ziele, was viele große Unternehmungen in Deutschland machen, dann machen sie daraus 3. Das ist natürlich basiert auch Management by Objectives oder auch die neuere Version transformationale Führung. Man hat dann 5 Ziele und dann macht man daraus 3 quantitative Ziele. Dann macht man dann 1 oder 2 qualitative. Und meistens qualitative sind Verhaltenssachen oder auch bezogen auf die Kooperation. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, oder auch Teamziele. Teamziele, okay, kann auch quantitativ sein. Das Team zusammen erreicht das. Und das ist natürlich ein Problem an sich, das kennst du auch bestimmt. Ne? Wer macht wie viel arbeitet? Man qualitativ, ich kann mich gut daran erinnern, ein Kunde von mir hat gesagt, mein Chef hat mit mir ein Ziel vereinbart, Freundlichkeit. Das hat, okay, ja, dass er freundlicher sein muss. Dann hat er gesagt, gut, wie soll ich das machen? Soll ich 4-mal am Tag lächeln oder 10-mal? Das heißt, er war sehr quantitativ unterwegs. Oh, ich habe schon gerechnet. 1. Oh, nochmal. Und dann hat er mich gefragt, quantitativ, wie soll ich dann messen? Soll ich 1-mal pro Stunde, weißt du, lächeln oder 2-mal pro Stunde? Dann habe ich gesagt, wie bitte? Das heißt, er war richtig quantitativ unterwegs. Aber dann in diese Richtung haben wir auch Leute, die sagen, Smalltalk. Was war auch natürlich, in manchen Kulturen haben wir mehr das Problem, in manchen anderen, wie in englischsprachigen Kulturen, haben wir dieses Problem nicht. Wie soll ich Smalltalk machen? Wie viele Minuten? Und dann gehe ich zum Hauptthema. Und wenn wir zurückkommen jetzt auf qualitative Ziele oder quantitative Ziele und wenn wir diese messen wollen, du siehst ja, wir haben wieder ein Problem. Ja? Das heißt, die Kooperation, wie fördere ich Kooperation? Entweder mache ich dann quantitativ, sage ich, okay, wir haben Teamziele zusammen. Wenn ihr das erreicht, gibt es dann ein Ziel, zum Beispiel, ihr könnt alles zusammen, jetzt 4 oder 5, 100.000 Euro pro Jahr mehr verdienen. Gut, habe ich dann Ziel. Aber dann müsst ihr das erreichen. Zum Beispiel, ihr müsst für uns 1-2 Millionen reinbringen, je nachdem. Ich gebe nur einfach so Zahlen. Dann könnt ihr zusammen 100.000. Dann kann man sagen, gut, damit das Team gut zusammenarbeitet, werden wir fair durch 5 teilen. Ja, 5 mal 20.000. Dann werden wir monetär, wenn wir monetär. Oder werde ich auch dort Unterschiede machen? Dann ist das so eine monetäre Förderung von einer Kooperation in einem Team. Ja, das kennen wir auch natürlich bei Sport. Ja, das kennen wir auch im Bereich vom Sport. Nicht Individualsportarten wie Kampfkunst, die ich betreibe, aber Teamsportarten. Wenn du als Fußballspieler unterwegs bist, du musst lernen zu kooperieren. Sonst wirst du auch verlieren. Ja, das ist also Mannschaftssportarten auf höchstem Niveau, nicht diese kleinen Sachen, die man macht. Am Wochenende geht man Fußball spielen, dann will man brillieren, dann gibt er den Ball an anderen nicht. Darüber rede ich nicht. Du weißt, wenn du als Fußballspieler Millionen verdienst, deine Millionen hängen von deiner Kooperation in deinem Team. Weil wenn dein Team immer wieder verliert, gehst du von erster Bundesliga in zweite oder weiter rutschst du nach unten. Deshalb die Sportler auf so ein Niveau, Kooperation ist sehr wichtig. Aber jetzt komme ich auf Individualsportarten, Leute, die das nicht kennen, wie Kampfkunst oder wie Ringen und Boxen. Bleiben wir im Boxen, weil vielleicht Boxen kennen sich Leute oder mehr, damit Leute kennen sich damit aus nicht, aber die sehen es oft, sagen wir so. Man sagt immer, Boxen auf amerikanisches Englisch sagen wir, is a lonely sport. Das ist da, du bist immer alleine. Das stimmt nicht. Wenn ein Boxer kämpft im Ring, er kämpft nicht gegen einen anderen Boxer. Erst einmal hat er seinen Trainer. Dann hat er seinen Psychologen. Oder, ja, oder ihren Psychologen, je nachdem. Dann hat er den Cutman. Wenn du Cut kriegst, dann werden sie es zumachen. Cutman ist sehr wichtig beim Boxen. Okay. Ja? Dann hat man Physical Coach. Dann hat man Promoter. Alle sind zusammen in eine Ecke unterbringt. Und wenn der Junge oder das Mädchen zurückgeht und sitzt auf dem Stuhl, ja, oder auf dem Hocker, meine ich, und da kommen sie, reden sie. Normalerweise der Coach und Psychologe reden sie, oder der Cutman, der pflegt
sie oder ihn. Das heißt, zwei Teams kämpfen gegeneinander. Wenn ich nicht mit meinem Coach ein Problem habe, wenn ich mit meinem Psychologen ein Problem habe, wenn ich mit meinem auf meinen Cutman nicht höre, sage, okay, du kriegst immer mehr Cut, und dann, wenn du, der Cut vertieft wird, wird der, ja, das Spiel oder der Kampf beendet. Ja, dann muss ich auf ihn hören. Okay, der kommt hier höher, pass auf. Und ja, das heißt, da muss, also wie wir sehen es auch, die Boxer sind richtig erfolgreich, wo eine richtige Harmonie im Team besteht. Und wenn das der Boxer natürlich, wenn er eine große Summe verdient, ja, diese Summe ist Millionenbeträge, klar, er verdient das meiste, aber den Rest gibt er auch an sein Team. Das heißt, sie haben alle ein Interesse daran, dass sie kooperieren. Aber wir kennen das, es funktioniert nicht immer einwandfrei. Gibt es auch Probleme in diesem Team. Jetzt zurück auf Unternehmungen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn wir ein Teamziel machen, quantitativ, ist das gut oder nicht? Oder wollen wir da wieder Unterschiede machen? Siehst du, wie schwierig das ist? Ich denke, in diesem Bereich kann man eine Menge von Profisport lernen. Was wir, also vor allem was Zahlen anbelangt. Ja. Das, was du gerade erzählt hast, zeigt eins, wenn wir in Richtung Sport gehen, dann sieht man eine sehr, sehr starke Kooperation. Man sieht auch Leidenschaft, man sieht wirklich eine Hingabe. Denn oft leisten die Menschen viel mehr, als sie leisten müssen. Wie kommt das denn? Es ist mit Sicherheit nicht nur durch die Bezahlung. Es ist etwas, was oben drüber ist, und das ist das Ziel. Die haben alle eine Vision, ein Ziel, die wissen, wofür sie das machen. Und du kennst das Problem, wie oft sind wir in einem Unternehmen und wir fangen mit einer ganz simplen Frage an. Wofür kommst du jeden Tag hierher zu arbeiten? Was ist das Ziel des Unternehmens? Ja, richtig. Weißt du, weswegen du jeden Tag hierher kommst? Klar, man weiß, man hat einen Arbeitsvertrag. Aber was steht denn da drin? Was ist das Primärziel? Was soll das Unternehmen darstellen? Wofür steht das da, wenn das Unternehmen nicht mehr existiert? Was fehlt denn in dem ganzen Wirtschaftskreislauf oder in dem ganzen System? Und das ist es. Damit fängt und endet ja alles. Wenn ich nicht weiß, wenn ich da keine Vision habe, und wir haben Beispiele zum Glück auch aus der Wirtschaft, wo es Unternehmen gibt, zugegebenerweise sind da mehr Familienunternehmen vertreten, ja. Selbstständige, ja. Wo wirklich darauf geachtet wird, dass die Menschen, die dort eingestellt werden und arbeiten, sie arbeiten dort, natürlich bringen sie ihre fachliche Qualifikation da rein, allerdings wissen sie aber auch, weswegen sie bei diesem Unternehmen arbeiten und nicht bei der Konkurrenz. Es gibt etwas bei diesem Unternehmen, was ich gut finde, was mir auch Sinn gibt, wo ich sage, gut, ich verdiene hier mein Geld, aber ich weiß auch, was ich mit meiner Arbeit hier erledige, wozu ich einen Beitrag leiste. Und das ist enorm. Da kommen wir schon so ein Stück zu deinem Beispiel aus dem Sport. Ja. Und wie kann man Kooperation messen? Man sieht die Kooperation, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, das sehr langfristige Kundenbeziehungen hat. Ja? Gute Beziehungen intern übertragen sich extern. Also die Kunden, die bekommen das ja mit, die haben sehr gute Sensoren dafür, ja. Ja? Wie die interne Kultur ist. Und daran kann man das merken. Oder man hat Mitarbeiter, die sehr lange bei dem Unternehmen arbeiten, das Unternehmen weiterhin voranbringen. Ja. Die, wenn es in die Krise kommt, die alle anpacken können, die wirklich wissen, weswegen sie dort arbeiten. Und das Unternehmen, und das ist der extreme Vorteil, finde ich, auch gerade in der heutigen Zeit, solche Unternehmen, die Kooperation gelernt haben, verstanden haben, sie sind auch enorm flexibel.